jetzt passt auf. 70% des Sauerstoffs, den wir einatmen, also jeder zweite Atemzug, ist nur möglich, weil das Meer gesund ist. Und diese Tierchen, die Haie, spielen eine immens wichtige Rolle, damit das Meer gesund bleibt. Weil wenn Haie nicht vorhanden sind, dann kippt das Gleichgewicht des Meeres. Stellt euch eine Pyramide vor. Das Ding in diesem Fall ist, dass Haie ganz oben in der Spitze sind. So, wenn Haie jetzt aussterben, bricht die Spitze weg. Für ein Gleichgewicht darf kein Loch sein. Was passiert dann? Alles, was unter den Haien war, sagen wir große Fische, Raubfische oder sowas, die vermehren sich jetzt viel mehr, weil sie nicht eingeschränkt werden in der Ausbreitung, weil Haie nicht mehr vorhanden sind. So. Jetzt kommen die Probleme. Das heißt, sie breiten sich aus und dementsprechend brauchen sie viel mehr Futter. Das heißt, sie fressen ihre komplette Nahrungsgrundlage, die sie haben, bis zum letzten Fetzen auf. Heißt, da ist nichts mehr. Das heißt, das bricht weg. Und weil sie selbst kein Futter mehr haben, sterben sie auch.